So, hallo und herzlich willkommen, Hallöchen zusammen, zu einer weiteren Runde Planet Crafter mit dem leider Gottes immer noch stummen Nienchen. Das ist unfassbar, das nervt vielleicht. So, und mit meiner Unfassbarkeit. Warte mal, da liegt da vielleicht noch was. Wir haben vorhin mal noch ein paar Uranraketen starten lassen. Hier liegt leider nichts mehr. Schade Schokolade. So, das heißt, wir sind jetzt nochmal hier, weil anscheinend bin ich vielleicht ein bisschen blöd, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt nochmal in der Schmetterlingskuppel. Ich habe mir gerade eben nochmal was durchgelesen. Schmetterlingskuppel. Platziere Schmetterlingslarven, um die Insektenmenge zu erhöhen. Ich habe da mal was vorbereitet. Mal gucken, ob das klappt, wenn ich den jetzt fallen lasse. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Ne, da. Goldene Schmetterlingslarve. Habe ich dich jetzt platziert? Kann ich dich wieder einsammeln? Habe ich dich jetzt wieder eingesammelt? Ja. Wie platziere ich die? Ich platziere Schmetterlingslarven. Wo platziere ich die? Wie platziere ich die? Kann ich das platzieren? Ich weiß es nicht. Einstellungen. Steuerung. Schauen wir mal nach. Vorwärts links Aktion. Linke Maus-Button. Linke Maus-Button. Wo packe ich rein oder muss ich die tatsächlich? Wie kriege ich hier Larven rein? Oh, ich glaube, Nienchen ist draufgegangen. Noch nicht, aber fast. Es war wohl sehr knapp. Schmetterlingslarven und die Insektenmenge. Ja, aber wie mache ich eine Schmetterlingslarve? Kann ich dich hier reinsetzen? Nein, doch. Oh! Ah, näher Baum. Ja. Ich packe den zweiten auch noch mit rein, wenn das okay ist. Wir haben goldene Schmetterlinge. Weil, das hat mich jetzt veralbert, weil das Ding sagt raus. Da kannst du da eigentlich nichts rein. Oh, wir haben Schmetterlinge. Oh, wir sind goldene Jungs und Mädels. Ich dachte, muss man die hinschmeißen. Aber wie ist das dann? Wir sind goldene. Oh, bist du eine Süße. Oh, wird umgefallen. Okay. Ja, sehr cool. Sehr nice. Ich muss einmal so und F12 habe ich mir sagen lassen. Nee, F2 und F12 war das. So war das. Hui. Sexy. Ganz, ganz sexy. Hochwertiges Essen! Dafür brauchen wir Bienen. Haben wir noch nicht. Schade. Wenn sie goldig schmecken, ja. So, das heißt aber, warum... Warte mal kurz. Was macht das Ding? Energie zieht Energie ab und macht nur 12 Insekten in der Sekunde. Außer, dass es sehr viel Energie frisst, macht das nichts. Theoretisch, wenn wir später irgendwann mal so weit sind, könnten wir vielleicht auch nochmal eine Schmetterlingskuppel bauen, weil wir bekommen später noch mehr Schmetterlingslarven. So, jetzt haben wir allerdings nochmal einen Bäumchen gekriegt. Hi, guck mal. Schön, ne? Ja, ist voll toll. Bringt das irgendwas? Lass mal gucken. Auf dem Insektenradar. Also, weil die goldenen Schmetterlingslarven, die haben 1500er Dingsy. Multiplikator. Das ist absolut mega sexy. Kernfusionsjäten! Jetzt muss man gucken. Wie geht? Kernfusion. Du bist. Sollen wir uns den Kernfusionsgenerator bauen? Ich nehme mir mal 5 Pulsarquarz. Ich weiß, dass wir die haben. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir noch zufällig ein bisschen Superlegierung? Ja, 1, 2, 3, 4. Ich gehe mal hinten nach Fort Dingsy. Ich baue den da hinten hin, wenn das okay ist. Ja? Ja. Ich baue mal so einen fetten
Atommeiler. So, dann kann man nämlich mal gucken, wenn ich jetzt überlege tatsächlich, wie. Also, einer von denen, ne? Also, wir gucken nochmal ganz kurz, das möchte ich euch zeigen. Einer von denen ist drei von denen, mehr sogar. Wenn ihr mal guckt, der macht 300, das ist fast das Vierfache, ne? Und der hier macht 1400, der macht richtig Energie. Der macht auch nochmal das Dreifache. Das heißt, wenn wir die hier abbauen, hätten wir in der Theorie... Ach, der ist ja süß. Ach, das ist ein Schnuppi. Ach, der ist süß. Ach, den könnten wir auch bei uns hinstellen. Komm, die stellen wir bei uns hin. Das ist ja ein Süßer. Ah, oh, das ist ein Schnuppi. Danke. Ja. Also manch... eine Hitbox ist nicht da, wo sie sein sollte. Und manch eine Hitbox ist da, wo sie nicht unbedingt hin muss. Und ja. Manchmal schwierig. Komm mal hier, guck mal, ich möchte dir zeigen. Darf ich dir mal den größten Reaktor der Welt zeigen? Guck hin. Du guckst hin? Bitte. Der macht 1485 Energie. Ich baue noch einen. Baue ich noch einen? Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ach, nur 1700. Nee, aber jetzt können wir tatsächlich mal ein bisschen was bauen. Also die anderen Generatoren, die bleiben definitiv noch. Wieso? Warte mal. Wieso haben wir nur... Ach, weil der andere ja noch 300 übrig hatte. Richtig. Wir könnten Theatrin noch einen bauen. Bauen wir noch einen? Bauen wir noch einen? Oder soll ich den ins Schlafzimmer stellen? Guck mal, der leuchtet schön pink. Warum? Der ist schön. Kann der noch irgendwas? Kann der noch irgendwas? Ne, der kann sonst nichts. Schade. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal massig Energie. Wir brauchen erstmal keine Sorgen machen. Uns erstmal keine. Illegabau. Jetzt geht das aber wieder, ey. Ne, auf die Karte wollte ich nicht gucken. Ich wollte da hingucken. Jetzt haben wir hier Baumsamen ohne Ende. Bohrer Stufe 4. Gut. Das Ding kommt bei 1,85 MK. Das wird noch. Wärme geht auf einmal. Was ist denn da los? Erzeugst du Wärme? Ja, wir können mehrere Baumarten machen. Nein. Ja, doch, klar, die musst du laborieren, aber dafür Sauerstoffmultiplikator 175, aber da kommen später noch viel, viel bessere. Aber die Insekten, die laufen. Ja, klar, durch die Schmetterlingsfarm. Die nächsten kommen bei 500 Kilo. Ja, gut, das könnte noch ein halbes Stündchen dauern, dann sind die da. Dann kommen die nächsten Baumsamen. So, Fische, ja gut, da sind wir noch ekelhaft lange nicht. Wir können Stoff herstellen. Hä? Seidengenerator für den Stoff. Hä? Wofür Stoff? Außer um den zu verkaufen, weiß ich jetzt gar nicht. Bauernhof, ja, das brauchen wir. Aber da brauchen wir noch das Zehnfache an Insekten. Allerdings ist der Multiplikator echt geil. Muss ich schon sagen, da kommen so alle 10 Sekunden ein Kilo drauf. Das ist sexy. Ja, so gut. Puh, schwierig. Wieso rennt die Wärme auf einmal so? Terraforming läuft normal. Luftfilter. Bei 2 geht die. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, noch ein paar Blumenverteiler, würde ich sagen. Oder? Ja, wir können noch mehrere Blumenverteiler bauen. Glaube ich. Ja, ich weiß, die müssen wir irgendwo erforschen, aber dafür haben wir diese Maschine noch nicht. Da kommen wir noch nicht dran, dieses Forschungsdingsy, wo ist es? Genau, Mutagen brauchen wir, dafür brauchen wir den, nee, Quatsch, das ist der Inkubator. Wir brauchen den Autohersteller, den brauchen wir später auch, geil. Luftfilter, das kommt danach, wo ist das Ding? Es ist wie beim letzten Mal, ich suche es dann wieder und finde es nicht. Aquarien, nein. Heizung Stufe 5 kommt. Das dauert noch. Wo war das Ding? Ne, Quatsch, das haben wir doch schon. Wir können es noch nicht bauen. Wo ist? Wer hat geklaut? Wer hat es gefunden? Ich bin blind. Hatten wir das noch nicht? Doch, wir hatten das doch.
Was war? Achso, Wasserlilie. Ja, nee, nerv nicht. Bin ich. Inkubator war es nicht. Wasserfilter war es auch nicht. Teleporter. Baumverteiler. Ich guck falsch mit Sicherheit. Ich kenne mich. Nee. Aber wir konnten es doch. Was war das? Also ein Inkubator ist es definitiv nicht. Oder vielleicht doch. Weil das wird noch dauern, bis wir den kriegen. Verwende dies, um aus Larven und Mutagenen. Das ist aber Mutagene müssen wir ja herstellen. Mutagene können wir nicht, weil uns Methan fehlt. Das war's. Wir brauchen den Gasextraktor. Richtig. Genau, das war's. So, und der dauert noch ein bisschen. Das aber nicht mehr so lang. Bei 100 Millipascal. Das sind nur noch 10 Millipascal Luftdruck. Sollen wir noch einen Bohrer bauen? Oder zwei? Was kommt denn da, bitte? Warte, ich brauch was. Nein, Hilfe. Könnte Ausmüll sein. Kommen auch, Ja? Sehe nichts. Ich glaube, das ist bloß ein Sturm. Also ich sehe jetzt keine Asteroiden oder so vom Himmel tüdeln. Dann könnte man noch einen Bohrer bauen. Kostet ein Bohrer. Der ist teuer, Schatzi. Der ist teuer. Bohrer ist teuer. Bohrer. So viele Superlegierungen haben wir nicht. Können wir nochmal auf Superlegierungen suchen gehen? Wir brauchen nämlich 6 Superlegierungen. Ja, das ist die andere Frage. Der Nietzsche weiß, wo es die gibt, aber ob sie da noch gibt. Ich nehme mir mal noch eine zweite Sauerstoffflasche. Ich nehme mir noch mal eben. Hier ist eine Bohne fertig. Bohne fertig? Ne, noch nicht. Dann nehme ich mal eine Bohne mit. Und noch 2 Wässerchen. Dann habe ich noch was für den Schrank hinten drin. Im Biolabor. Was ich da gerne reinpacken würde. Und dann, ja, lass mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt ja auch Stonehenge. Da lag ja auch ohne Änderung. Ne? Wenn man mal überlegt. Ja, ich weiß nicht, ob da noch. Shit, wir müssen hier. Ich hab Schwarzpulver. Wofür hatte ich Schwarzpulver in der Tasche? Ich weiß. Ja, einfach mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht nehme ich mir nochmal eine Sauerstoffflasche mit. Eine extra. Ich glaube, ich nehme mir mal 3 mit. Ich glaube, das ist, glaube ich, angenehmer. Nochmal eine dritte davon. Nochmal eine dritte Sauerstoff. Und dann einfach mal. Noch einfach mal erkunden gehen. Sauerstoff, ich nehme noch. Auch noch eine Bohne? Ja, haben wir. Nochmal Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Dann, ja. Wo bist du lang? Einfach irgendwo lang. Gut, ich gehe mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Da lang. Wow. Was war denn jetzt für ein Lag? Das war ein Lag. Warte mal, in der Pulsar. Wir haben ja noch Pulsar. Ach, hier ist noch Pulsar ohne Ende. Pulsarquarz. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ey, okay, Uran ist durch. Aus mir ist noch ein bisschen Pulsarquarz. Ich lasse den mal hier. Was? Ja. Wie geht's da rein? Gehen wir hier. Ah, okay. Hier ist Uranhöhle, aber ich glaube, hier ist alles raus. Lass mich darauf, bitte. Ne, hier ist bloß tiefschwarz und hier ist eigentlich gar nichts mehr. Okay, schade. Vielleicht können wir hier aber einen Bohrer aufstellen. Ne, hier ist diese Buggy-Ecke. Gut, raus. Hilfe. Wo geht's raus? Hilfe. Ich habe mich verflogen. Hilfe. Da. Oh. Ja, gut. Falscher Ausgang. Da wollte ich eigentlich nicht lang. Ich flieg mal da oben. Nee, da lang. Kann ich da lang? Gib bitte was. Da ist was. Pulsarquarz ein wenig. Aber das ist schon leer gefarmt. Genau, da war Osmium. Aber Osmium, gib mir ein bisschen Osmium.
Osmium, Osmiaum, Osmiorum. Da wollen wir nicht mehr rein, da waren wir. Da waren wir vorhin, genau. Das sieht so stark aus hier. Hier ist auch eine sehr, sehr schöne Ecke eigentlich. Da oben ist noch was. Da könnten wir auch mal gucken. Was ist das hier? Was ist das? Quasar-Quarz. Achso. Okay. Da oben ist... Was ist das? Blazar-Quarz. Was machen wir mit dem Zeug? Ich finde alles, nur kein Superlegium. Bin ich hier? Am Dach der Welt. Und dann gehen wir mal wieder unter selbe Stelle. Unfassbar. Okay, hier ist auch noch mal. Ja, ist hier hinter dem Wasserfall was? Sauerstoffniedrig. Wieso ist mein Sauerstoff niedrig? Ich muss direkt etwas atmen. Nein! Nietzsche hat sich verletzt, kann ich das abbauen? Muss man echt überall aufpassen, ne? Steckte Wände. Alles tut dir doch nicht weh. Nietzsche hat. Nein! Nietzsche ist runter, ihr Blumen, auf ihre Purpose. Hier ist leider nichts. Wollen wir nichts abbauen, ne? Nee. Das hier mit den Säulen der Erde, ist da irgendwie was? Ey, da ist noch eine Kiste. Ja gut, ich nehme mal ein bisschen Superlegion mit. Etwas Dünger, Schwefel und Alu das liegen. Da noch irgendwie eine goldene Kiste. Wäre auch ein geiles Versteck für eine goldene Kiste gewesen. Wäre aber auch nur da oben ist noch eine Kiste. Komm ich da rein? Bitte. Jep. Wo ist die Kiste? Hinter mir. Warte mal, den Bioklumpen, den nehme ich mit. Was ist das? Wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Bestimmt. Hier ist wieder Uranecke. Geh ich wieder zurück, wetten? Ich kenne mich. War ja klar. Ja. Was ist los? Was ist das? Ja, okay. Ach, na, tatsächlich. Ich gehe tatsächlich wieder zurück. Ich muss in die Richtung. Ich jetzt dahin gekommen, weil ich da lang bin, ne? Ja, genau. Ach so, genau, hier Säulen der Erde. Ist ja kein Wunder, dass ich wieder zurückgehe, wenn ich selber aktiv wieder zurücklatsche. Dann ist es kein Wunder. So. Ist hier nicht noch mehr? Bestimmt irgendwelche geilen Höhlen noch. Ja, Schwefel ist sehr gut. Osmium auch. Hier ist noch Kiste. Den nehme ich mit. Den. Das nehme ich mit. Schwarzpulver nehme ich mit. Ich nehme. Ja. Ja. Ich habe noch ein bisschen was Superlegierung. Aber bisher nur alles aus Kisten. So ein richtiges was zum Wegfarmen. Bis jetzt nicht mehr. Bis jetzt. Bis jetzt. So. Quatsch, wir müssen auch gleich wieder nach Hause oder an einen Pott. An einen Sauerstoffpott. Ich würde ja liebend gern mal. Gibt's nix. Schade, ich dachte, das sieht immer so einladend aus, diese Wasserfälle, ne? Als würde es da irgendwas geben. Ich lass mich drauf. Oh, ich muss landen. Sauerstoff ist gleich weg. Den hat man aber auch, glaube ich, irgendwo einen Pott, ne? Das würde ich nicht schaffen. Ja, ist erledigt. Woll nicht. Hier nicht auch irgendwo einen Pott hingesetzt? Stimmt, hat mir einen Pott hingesetzt. Hier geht's auf jeden Fall in der Höhle. Ich meine, wir hatten hier irgendwas hingesetzt. Zum Atmen. Ach, da, sag ich doch. Sogar richtig viel. Hä? Ach, wir wollten hier zuerst mal bauen, ne? Richtig. Ja, hier ist... Ach ja, stimmt, das war die Geschichte. Wo ist der Pott? Da. Richtig. Jupp. Genau, was ist denn hier noch drin?
Eis. Oh, aber Sauerstoff, das nehme ich mal mit. Sauerstoff nehme ich mit. So, dann gehe ich hier nochmal gucken. Da kann man bestimmt auch hoch. Hier, das sieht so danach aus, als könnte man da hoch. Ja, ich bin oben. What do I see here? Nicht viel. Da will ich hin. Ach, das war die Buggy-Ecke. Die eigentlich gar nicht da sein sollte, richtig. Genau, genau, genau. Und da schwebt irgendwas in der Luft. Was auch immer das sein mag. Wir werden es nie erfahren. Geht's hier irgendwo hin? Ja, in gegen der Wand. Geht's hier noch irgendwo hin? Das glaube ich ja, ne? Yep. Da ging's noch hin. Ah, okay. Wir brauchen Sprengstoff. Sprengstoffsche. Richtig. Ach, die ganzen Klamotten gibt's ja auch noch. Die Sprengstoffsachen. Wow. Genau, das ist diese komische Höhle hier. Cool. Sehr gut, falls wir den nutzen können. Den letzten konnten wir nicht machen, weil es nicht geht. Immer noch nicht. Oh, nee. Das ist ja doof. So, dann gehe ich mal da hinten weiter gucken. Also ein bisschen was Superlegierung habe ich gefunden. Aber, ja, da ist ein paar mehr. Also die Kisten hier sind echt noch gut gefüllt, muss ich ehrlich sagen. Oh, da kann man auch noch was wegspringen. Hier ist schwebendes Zeug. Okay. Ah, was kostet denn das? Was kostet so eine Kartoffel? Ach, so ein Sprengding, das kann man nur zu Hause bauen, ne? Jetzt mal gucken, was das kostet. Zeit hast gleich. Sehr schön. Da. Kommen wir hier irgendwo hin? Biolabor. Okay. Oh, Kiste. Was? Nee. Oh. 95, was? Oh, cool. Der ist sexy. Was wollten wir nochmal freischalten? Ich hab's vergessen. Ja, den brauchen wir. Richtig, Methan. Ich hab'n... Was ist das? Alu? Schwefel? Wo geht's hin? Hier kann man was sprengen. Hier ist eine Kiste. Nehm ich mit. Ich nehme die Kiste mal komplett mit, bis auf das. Dann nehme ich mir mal einen Sauerstoff, sortiere das einmal. So sieht es schon besser aus. Wow, bin ich hier? Was gibt's hier? Das ist auf jeden Fall Alu. Und warte mal, Schwefel kann ich noch mitnehmen, weil den brauchen wir eh. Kinas, ey, das nimmt ja gar kein Ende her, mir diese Map. Ja, das ist absolut mega gut, aber das ist so viel. Jetzt müsste Inventar. Ne, einen Platz haben wir noch. Können wir vielleicht noch einen Schwefel mitnehmen? Yep. Und das brauchen wir. Ja. Ist noch eine Kiste. Leck mich doch. Ich lasse das Schwefel mal hier. Nehme dafür mal die anderen Dinger mit. Was haben wir hier noch? Ja, ich habe aber noch einen Platz für Schwefel. So, ich komme wieder nach Hause. Also hier hinten ist eine mega coole Höhle eigentlich. Ich weiß nur noch nicht, wo muss ich eigentlich hin? WoW-Base, da. Ich bin noch nicht rum. Ja, irgendwann machen wir das auch. Dann machen wir hier so eine richtig mega geile Tour. Wo wir alles erforschen. Wir werden jede einzelne Höhle überall einen Extraktor reinstellen. Da habe ich richtig Lust. Oh, Kiste. Was lasse ich hier? Warte mal, das kann weg. Ich nehme mal die Pflanzenmultiplikatoren-Sicherung mit. Ich lasse hier den Iridiumstab. Ich nehme das mit. Ich lasse das hier. Ich nehme das mit. Was nehme ich noch mit? Biokunststoffklumpen lasse ich hier. Und so viel Essen brauche ich nicht. Das kann ich mit. Mir reicht ein Essen.
Warte mal, ich nehme noch eine Gaskartusche, kann ich noch nehmen, dann kann ich ein Essen wieder mit zurücknehmen. Das ist wichtig. Dünger. Warte mal, ich kann mal essen. Dann nehme ich den Dünger auch wieder mit. Schwefel, sagst du, haben wir genug? Ah gut, nee, dann lasse ich den Schwefel. Okay, hier oben liegt noch ein Schwefel. Alter. Auf einmal finden wir Sachen, die richtig Freude machen. Wo kommen die Kisten eigentlich alle her? Wer baut diese Kisten da rein? Hm. Ja. Ist da auch eine Kiste dann dabei freigeschaltet? Das würde mich wundern. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Nietzsche gehört hat, aber sie meinte, könnte vielleicht Asteroiden, wer weiß, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwas freigeschaltet, auch möglich, dass dann hier übers Spiel noch Kisten spawnen. Das ist alles möglich. Weiß ich nicht. Kann sein. Ich kenne mich leider mit solchen Spielprogrammierungen mal überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall sind wir zu Hause und wir bringen jede Menge Superlegierung mit. Und, oh, Schatz, sie baut weiter. Was baut sie denn da? Lagererweiterungen sieht danach aus. Ich muss erstmal Superlegierung loswerden. Ich hab... Ja, die Kiste ist fast voll. Sonstiges, die kann weg, das kann weg. Dann Schwefel. Ja, der Schwefel kann eigentlich rüber, den brauchen wir hier gar nicht. Der kann eigentlich rüber in den Biodom. Da macht der am meisten Sinn. Dann habe ich noch Schwarzpulver mitgebracht und Dünger. Das ist sehr cool. Und noch ein Raketentriebwerk. Das heißt, wir könnten noch irgendwas in die Luft jagen. Das, meine lieben Freunde, machen wir aber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Edcrafter, Nienchen und Riesen jagen die Welt in die Luft. Nee, Raketen. Und bis dahin sage ich tschüss.